Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Tag. Toll, dass es so voll ist. Reimt sich fast ein bisschen. Mein Name ist Johnny Häusler. Ich gehöre zum Gründungsteam der Republika und werde euch jetzt durch ein kurzes Gespräch begleiten, das ich führe, was ein ganz blöder Satz gewesen ist von mir jetzt, Entschuldigung. 1998, was viele gar nicht wissen, ich liebe Print. Ich liebe Printmagazine, schön gemachte, gut geschriebene Magazine. 1998 gab es davon aus deutschen Landen nicht allzu viele und deswegen überrascht es mich sehr, als ich in diesem Jahr 1998 in so einem ganz normalen Zeitungskiosk stand und zwischen den ganzen Rot und Weiß Covern und große bunte Bilder und große bunte Buchstaben plötzlich das Cover eines Magazins sah, das so gar nicht deutsch aussah, sah eher britisch aus, sah aus wie eine Architekturzeitschrift oder wie eine Designzeitschrift und stand groß drauf Econy. Und es war ein Wirtschaftsmagazin. Und ich habe das gekauft und dann gab es so ein paar wenige Ausgaben von Econy und plötzlich war das weg. Und kurz danach gab es ein neues Magazin, das ein bisschen ähnlich aussah und da stand plötzlich Brand 1 drauf. Wie ihr alle wisst, gibt es die Brand 1 bis heute und zwar sehr, sehr erfolgreich und deswegen freue ich mich sehr, mit euch begrüßen zu dürfen, die Chefin, Gründerin und Verlegerin von Brand 1, Gabriele Fischer. Setzen wir uns. Ich gucke nicht auf mein iPhone, um zu twittern oder so. Ich hoffe, ihr wisst das alle. Ja. Sondern weil das liebste Foto der Presse im Moment scheint zu sein auf der Republika Menschen, die so einen Schreibblock in der Hand haben, also aus Papier. Und da steht dann immer irgendwie sowas drunter wie, die Netzgemeinde besinnt sich auf Papier zurück. Wegen der NSA. Deswegen hatte ich eigentlich auch überlegt, so einen großen Schreibblock mitzubringen. Aber ich habe gerade erzählt, es gab kurz Econy. Dann hieß es plötzlich Brand 1 und ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Menschen, die hier sind, die Geschichte kennen. Kannst du das nochmal in anderthalb Sätzen umreißen, was damals Ende der 90er passiert ist? Das ist eine tolle Idee. Wir haben ein Magazin gegründet im Auftrag eines großen Verlages, des Manager-Magazins. Ich versuche das jetzt ganz kurz, weil normalerweise sind wir sonst anderthalb Stunden älter. Im Auftrag eines großen Verlages. Wir haben das getan. Wir haben das, wie wir fanden, ganz großartig getan. Wir waren wie der Verlag auch beseelt von dem, was wir da getan haben. Leider Gottes nur bis zum Erscheinen der zweiten Ausgabe. Dann hat der nicht mehr so beseelte Verlag beschieden, dass das jetzt ein schönes Experiment war und dass wir das einstellen. Und damals, 1998, war so eine Zeit des Aufbruchs und Gründer und sowas alles. Also haben wir dann gesagt, dann übernehmen wir das einfach selber. Und wir hatten keine Ahnung, worauf wir uns einlassen, was ein ganz wichtiger Gründungsimpuls ist, den man nicht unterschätzen darf. Wir sind auch 4 Monate später pleite gewesen, auch das gehört durchaus zu den normalen Runden, haben ganz kurz vor der Insolvenz es geschafft, das Ding zu verkaufen und haben 4 Monate dann noch mit dem Käufer zusammen ein Magazin gemacht, was grauenvolle Monate waren, weil er nicht begriffen hat, was wir da tun und haben uns dann getrennt und haben Brand 1 gegründet. Als wir Brand 1 gegründet haben, sind nur 3 Sachen wichtig. Erstens, wir hatten ein Jahr lang Schule mit Econy und haben ein Jahr lang gelernt, was ein Verlag ist. Das wussten wir vorher nicht, das weiß kein Chefredakteur, behaupte ich mal. Wir haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir Magazin machen, durchaus seine Interessenten findet, denn so schlecht stand Econy gar nicht da. Und das Dritte war, dass wir festgestellt haben, Gründung allein ist, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden auf die Füße trete, ein stinklangweiliges Thema. Und deswegen haben wir das Spektrum von Brand 1 erweitert und haben gesagt, uns interessiert nicht nur Gründung, uns interessiert das, was sich verändert, wenn sich eine Wirtschaft und eine Gesellschaft verändert. Das ist so heute unser Thema. Und es geht nach wie vor doch in erster Linie um die Menschen hinter den Unternehmen. Also ihr habt ja immer Schwerpunktthemen. Das heißt, auf der Brand 1 können wir nachher auch nochmal drüber reden, wie ihr da rankommt, wie ihr entscheidet, welcher Schwerpunkt in diesem Monat dran ist. Aber ich meine, ich habe gerade von der Gestaltung geredet auch. Also ihr seid mit Fotos, mit Text anders umgegangen und ihr habt immer eigentlich eher über die Menschen berichtet als über das Unternehmen selber.
Naja, das Interessante ist ja, dass Wirtschaft meistens von Menschen ausgeht. Die Vorstellung, dass das irgendwelche Apparate tun, entspricht nicht ganz den Tatsachen. Und wenn man sich wie wir beschäftigt damit, mit der Transformation von der Industrie zu einer Wissensgesellschaft, dann kommt man an Menschen überhaupt nicht vorbei. Weil Menschen sind diejenigen, die Ideen haben. Menschen sind diejenigen, die vielleicht irgendwann in der Lage sind, Informationen so in Wissen zu verarbeiten, dass wir daraus eine neue Ökonomie bauen können. Das alles hat nur mit Menschen zu tun. Also die Apparate, die drumherum sind, werden auch in der Regel von Menschen entwickelt. Also von daher kommst du daran nicht vorbei. Und ich glaube auch, dass wir nicht so, also in dem Moment, wo man alles in Systeme packt, kommt man auch leicht um die individuelle Verantwortung rum. Und die ist uns auch sehr wichtig. Ich habe drei Klatscher gehört. Der vierte. Vier. Okay. Super. Ich würde ganz gerne nochmal bei der Gestaltung bleiben, weil für mich war es wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Und es sind ja auch hier auf dieser Veranstaltung sind ja auch Designerinnen und Designer, die sich dieses UX und so alles Thema hier auch, also User Experience. War das von euch eine bewusste Entscheidung, wir wollen anders aussehen, oder gab es da einen Art Director, der das alleine in die Hand genommen hat und die Redaktion hat gesagt, ja, mach mal? Ich glaube, es war beides. Also es gab das gute Gefühl von mir, dass ich wusste, wie sich das neue Magazin liest, aber ich hatte keine Ahnung, wie es aussieht. Ich wusste nur, es sieht nicht so aus wie das, was es bisher an Wirtschaftsmagazinen auf dem Markt gab. Und es gab einen Artdirektor, den ich damals noch lose kannte, mit dem ich heute befreundet bin, und der dieses Konzept, von dem ich in dem stand, wie sich das lesen sollte, las und in den Nachbarraum verschwand, mir vier Magazine auf den Tisch warf, ein spanisches, also Magazine, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, auf den Tisch warf und sagte, ungefähr so, nur ganz anders. Und dann mich fragte, aber das ist doch klar, dass ich das Editorial Design machen soll. Und das war eigentlich nicht klar, ich wollte von ihm nur ein paar Tipps haben, aber dann haben wir gesagt, dann machen wir das zusammen, das haben wir dann auch gemacht. Und es war von Anfang an klar, dass das, was wir anders machen wollten, sich als erstes über die Optik darstellt. Also jemand, der zu einem Brand 1 greift, ist, sage ich mal, nicht der typische, klassische Manager-Magazin-Leser, der vor allen Dingen wissen will, was jetzt nach Herrn Käser kommt und wo die ganzen Vorstände sich jetzt neu verteilen und sonst irgendwas, sondern der will was anderes. Das ist schon das Layout spaltet. Und das war eigentlich durchaus gewollt. War das schwierig am Anfang? Oder also waren die Leute von Anfang an begeistert oder beeindruckt davon? Ich kann mir vorstellen, dass es gab auch mal den Vorwurf der Textwüsten und so. Ja, ja. Also mittlerweile ist es ja sehr interessant, dass fast alle Relaunches in diese Richtung gehen, die wir, die nicht wir, sondern die Mike damals vorgegeben hat. Es war am Anfang aus zwei Gründen schwierig. Zum einen hießen wir Brand 1 und landeten in einer Ecke der Kioske, die für Feuerwehrmagazine vorbehalten war. Und wir haben damals gelernt, dass es Feuerwehrmagazine gibt, das ahnten wir vorher nicht. Und das Zweite war, dass wir eigentlich unsere Gestaltung, das war schon bei Econi so outstanding fanden, dass wir dachten, die Kioske werden gestürmt. Menschen gehen hin, sehen das, wollen das unbedingt haben. Das ist nicht passiert. Aber bereut habt ihr es trotzdem nicht, ihr habt es weiter durchgezogen, Nein. wie man weiß. Nein. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen zu den, du hast vorhin so ein bisschen erzählt von den Startschwierigkeiten und von dem Hin und Her und dass ihr dann pleite wart. Und das waren aber nicht die einzigen Höhen und Tiefen in den letzten 15 Jahren. Gab es eine Zeit, in der du gedacht hast, das geht nicht mehr? Eigentlich nicht. Es gab zwei Gründe, warum nicht. Erstens mal ist diese Redaktion, die ja in wichtigen Bausteinen bis heute zusammen ist und also die Gründungskollegen sind alle noch da oder das Gründungsteam ist noch da. Und dass eigentlich die ganze Zeit so eine Art von Zukunftsoptimismus mit sich rumgetragen hat, der es dir gar nicht erlaubt hat, zu sagen, dann lasse ich das. Das Zweite, dass ich so hoch verschuldet war, dass wenn ich gesagt hätte, dann lasse ich das jetzt einfach. Ich war ja auch nicht mehr die Jüngste, nicht mehr bis zu meinem Lebensende die Schulden nicht mehr hätte abarbeiten können. Also es war ein bisschen Vernunft und ein bisschen Team. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Inhalten. Ich wüsste gerne mal, was das für ein redaktioneller Prozess ist. Ich war schon mal bei euch, durfte mal so eine Heftkritik machen. Das ist bei der Brand 1 eine ganz schwierige Aufgabe. Also Heftkritik macht fast jede Zeitung, jedes Magazin, manche Radiosender machen das auch. Dann laden sie irgendjemanden ein
Und der soll dann das aktuelle Heft, naja, kritisieren. Und dann sitzt man da in der Brand 1 Redaktion. Ich meine, ich lese die wirklich schon lange und habe da auch eine Menge Respekt. Und dann sitzt man da so und dann gucken ein, wie viele Leute waren da? 12 bis bestimmt, ja. Ja, dann sitzen an so einem großen Tisch 12 Menschen und gucken einen mit großen Augen an und man weiß, die haben jetzt wahnsinnig viel Herzblut da reingesteckt. Und dann sitzt man mit seiner eigenen Ausgabe, wo so lauter Einklebedinger sind und macht die, die rot sind, wo man was Kritisches zu sagen soll, die überschlägt man erstmal. Das ist eine ganz komische Situation, finde ich, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe noch nie eine Brand 1 so von vorne bis hinten gelesen wie diese Ausgabe, nämlich wirklich jedes Wort dann. Wenn man ja sonst einfach so ein bisschen auswählt, liest die Geschichten, die einen sofort anspringen oder interessieren. Mich interessiert der redaktionelle Prozess. Was ist für dich ein guter Brand 1 Artikel? Ein guter Brand-1-Artikel ist einer, wo jemand sich eine interessante Frage stellt. Also die Tatsache, dass Air Berlin jetzt pleite ist und dass man da jetzt drüber schreibt, ist keine gute Frage, sondern es ist etwas, was auf der Straße liegt. Die grundsätzliche Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Flüge immer billiger geworden sind und dass die Airlines sich immer weiter unterboten haben in den Preisen, bis sie eben dann pleite gehen. Wie kommt so ein Prozess zustande? Das ist eine bessere Frage. Also Brand 1 Geschichten versuchen tatsächlich die Frage dahinter zu stellen und nicht an dieser ersten Beobachtung und stehen zu bleiben. Und das Zweite ist, dass dann eben jemand versucht, relativ ohne Scheuklappen alle möglichen Parteien zu befragen. Das gelingt uns natürlich nicht immer, aber es ist das Ziel einer Brand 1 Geschichte, dass man erstmal alles an Fakten zusammenträgt, um sich dann einen Standpunkt zu erarbeiten und dann eine Geschichte zu schreiben, an der sich der Leser reiben kann, aber die ihn nicht bevormundet. Also am Ende einer Brand 1 Geschichte sollte man das Gefühl haben, das habe ich vielleicht so noch gar nicht gesehen oder interessant, aber es sind ja alles Idioten. Das ist alles gut, aber man soll nicht das Gefühl haben, dass wir sagen, wie die Welt tickt und dass wir versuchen, dir zu sagen, wie die Welt tickt. Das ist nicht das Ziel. Kannst du dich an Geschichten erinnern, deren Outcome, also deren Fazit dich selber überrascht hat? Wo man vielleicht vorher in der Redaktion dachte, ja, lass da mal was drüber machen und man hatte vielleicht so ein bisschen im Kopf. Das kommt natürlich sehr oft vor und ich habe dir vorher gesagt, frag mich nicht nach den dollsten Seiten, die ich habe und den dollsten Geschichten, weil dann geht der ganze, aber es ist eine, die ist uralt und es ist trotzdem eine Geschichte, die zeigt, was wir meinen. Es gab einen Kollegen, der wollte vor 10 Jahren, als das noch nicht so ein Thema war wie jetzt, eine Geschichte über diese Ölgeschichten in Nigeria machen. Und er ist hingefahren und hatte sich vorgenommen, mit einer Gruppe von Umweltaktivisten dort zu fahren. Dabei hat er es aber nicht bewenden lassen. Er ist dann auch mit den Ölfirmen dort gewesen. Er ist mit den anderen, also mit den Menschen, die dort zum Teil zu Tode kamen, weil sie aus den Rohren sich Öl abgezapft haben, mit denen auch unterwegs gewesen. Und er hat eine sehr, sehr differenzierte Geschichte geschrieben, bei der es kein Schwein mehr gab, sondern es gab eine Situation, in der die einen Öl haben wollten und natürlich auch da dran kommen wollten und das lief durch ihr Land, aber dabei natürlich die Rohre so beschädigt haben, dass sie explodierten. Es gab Interessen von allen drei Parteien und es gab eine sehr differenzierte Geschichte, an deren Ende du nicht mehr so klar wusstest, dass Schwarz und Weiß das Richtige ist, sondern die Grautöne gezeigt hat. Das ist eine gute Brand-1-Geschichte. Ist das ein Fazit, was du aus den letzten 15 Jahren auch ziehen würdest? Dass es viele Grautöne gibt? Es gibt viel mehr Grautöne. Ich glaube, wir sind, ich weiß nicht, ob wir je in Zeiten waren, in denen es so schwarz-weiß war, wie es gerne dargestellt worden ist. Aber für die Zeit heute würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Grautöne auch die viel spannenderen sind. Es ist so, wir neigen vielleicht ein bisschen dazu, wenn man von irgendwas überzeugt ist, die andere Seite nicht mehr hören zu wollen oder sich in solche Selbstgewissheiten zurückzuziehen, egal um was es geht, Internet, Kapitalismus. Und. Ich finde, ein Dialog darüber, was das Gute und Schlechte daran ist, wie man es besser entwickeln kann, wo man hin will, was die Ziele von der Gesellschaft sind, wie wollen wir unser Internet haben, das geht nur in den Grautönen. Das geht nicht mit Schwarz-Weiß. Ich habe vorhin schon die Schwerpunktthemen angesprochen. Auf jeder Brand 1-Ausgabe ist ein Schwerpunktthema.
ein Stichwort. Ich habe den Eindruck immer gehabt, dass die relativ zeitunabhängig sind. Mhm. In letzter Zeit scheinen sie mir aktueller zu sein, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man mal genauer über Privatheit und so weiter nachdenken kann. Ist das nur mein Eindruck oder stimmt das? Es ist, glaube ich, nur dein Eindruck, weil das Interessante ist, dass wir manchmal gelingt es uns, einen Schwerpunkt lange vorzuplanen, der dann in einer Zeit ist, in der es in der Zeit ist. Das schönste Beispiel dafür ist immer noch 2008, November. Wir erinnern uns, Lehman ging pleite, die Welt unter. Und wir hatten zur Jahresmitte beschieden, dass wir uns, also zur Jahresmitte wurde plötzlich aus einem strahlenden Sommer eine schlechte Laune. Die Arbeitslosenzahlen waren besser denn je, Unternehmen lieferten tolle Zahlen ab, aber die Konjunktur war schon schwierig und man wusste nicht so genau und der Konsumklimaindex. Und dann haben wir damals eine Recherche geplant, um zu gucken, wie kommen diese Konsumforschungsinstitute eigentlich zu diesen Ergebnissen. Und eines der Ergebnisse war zum Beispiel, dass die Bandbreite, in denen die das erforschen, so ist, dass man, also dass sie eine Toleranz von 3 bis 4 Punkten haben, sodass man mal in die eine, mal in die andere, je nachdem, wie man so drauf ist, fallen kann. Und das hatten wir zusammengetragen für einen Schwerpunkt Angst im November. Und dann kam Lehman und dann kam der Kollege, der diese Geschichte geschrieben hat und sagte, jetzt müssen wir was ganz anderes machen, weil nun müssen wir einen anderen Schwerpunkt machen. Und wir haben natürlich keinen anderen Schwerpunkt gemacht, sondern dieses Heft so gemacht, wie wir es vorhatten. Und die Titelzeile war, keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende. Und so läuft es manchmal rein. Privat war auch sehr, sehr lange vorgeplant und ist dann in die Snowden-Geschichte gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass wir aktueller werden, haben wir eigentlich einen guten Job gemacht, weil dann treffen wir das, was dich momentan interessiert. Das gelingt mal und mal gelingt es nicht so. Sind das denn demokratische Prozesse in der Redaktion, Schwerpunktthemen, oder wird da diskutiert bis zum Umfallen? Oder sagst du, nee, jetzt nichts, in 3 Monaten? Der Gegensatz ist lustig, ne? Sind das demokratische Prozesse oder wird diskutiert bis zum Umfallen? Können wir das rausschneiden? Nein, es sind demokratische Prozesse. Wir diskutieren einmal im Jahr, gucken wir mal, was so große Themen sind, die uns interessieren. Dann machen wir uns eine Liste, die uns zwar durch das Jahr begleitet, aber nie abgearbeitet wird, weil wir uns immer wieder andere Sachen einfallen. Wir sind eine sehr diskussionsfreudige Redaktion, auch was die, also was die Konferenzen angeht. Aber man muss jetzt mal so sehen, selbst, also wenn man zum Beispiel so ein Wort wie Angst nimmt, dann hat oder noch besser, im Dezember nach Lehman hatten wir den Schwerpunkt Glück. So ein Schwerpunkt Glück hat natürlich eine ganz andere Geschichten und eine ganz andere Färbung nach Lehman, als wenn wir ihn 2 Jahre vorher in irgendeiner anderen Zeit gemacht hätten. Also die Ausprägung dessen, was im Schwerpunkt ist, entsteht zeitnäher. Das Wort ist sozusagen nur ein Teil vom Spiel. Und das ist eine Geschichte, die wir sehr gemeinsam machen. Wir produzieren auch das Heft gemeinsam. Also es sind kein besonders hierarchischer Betrieb. Ich sage es jetzt schon, weil man immer ja eine Weile braucht, um nachzudenken. Wir werden auch gleich das Mikro noch rumgehen lassen. Also ihr werdet noch Gelegenheit haben, auch selber Fragen zu stellen. Falls ihr dazu Lust habt, freue ich mich immer drüber, damit hier so eine Art Interaktion stattfindet. Also nur das als Vorwarnung, weil wir insgesamt nur 30 Minuten haben und davon haben wir schon 19 aufgebraucht. Ich komme zur Kernfrage, Gabriele. Print ist doch tot. Ja. Ja. Wie wir seit mittlerweile 10 Jahren wissen. Und es ist ja auch nicht so, ich will da gar nicht so sarkastisch klingen, weil es ist ja nicht so, dass die Printbranche nicht klagt. Also dieses Print ist tot und um Gottes Willen, das Internet macht alles kaputt. Warum gibt es Brand 1 noch als doch in erster Linie Printmagazin? Darauf gibt es mehrere Antworten. Die erste ist die, wir haben nie mehr Magazine am Markt gehabt wie heute. Die zweite ist die großen Verlage haben ihre besten Renditen in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet. Das ist so eine der typischen Geschichten, wo es sich immer lohnt, nochmal die Frage mehr zu stellen und nicht in Schwarz-Weiß zu gehen, sondern zu gucken. Selbstverständlich gibt es Entwicklungen, unter denen die Printbranche leidet. Selbstverständlich sind Tageszeitungen ganz besonders schwer dran, weil wir unsere Informationen über andere Wege kriegen. Ansonsten glaube ich, dass wir zwei Bewegungen haben. Du hast die eine Bewegung, die Verlage werfen immer mehr Magazine auf den Markt in der Hoffnung, dass einer durchkommt. Also ein bisschen Darwin.
Und unten und oben ist die Zahl der Magazine eigentlich auch nicht so wahnsinnig angegriffen worden. Und wenn du ein Qualitätsmagazin machst, also ein Magazin machst, bei dem man die Qualität spürt, weil du gutes Papier benutzt, weil das sorgfältig gemacht ist, weil bis zur Bildunterschrift und, dann teilt sich das den Leuten mit. Und dann gibt es gar keinen Grund, digital und Print gegeneinander auszuspielen, sondern dann sind sie einfach nur gute Verbündete. Also du kannst Brand 1 auch auf dem iPad lesen, du kannst es im Internet, nach dem Verkaufsmonat sind alle Geschichten im Internet verfügbar. Das machen wir seit der ersten Ausgabe und es hat uns nicht geschadet, sondern es hat eigentlich nur gezeigt, Leute wollen entweder dieses Magazin oder wollen sie es nicht. Und wenn sie es nicht wollen, nützt es natürlich auch nichts, wenn ich es ihnen, was weiß ich, nur noch digital zukommen lasse. Also wenn Leute für ein Magazin nicht mehr... Es gibt ja weitere Brand 1 Produkte, also so ein bisschen habt ihr auch Ableger. Die Welt in Zahlen ist so eine Seite immer im Heft, wo ich mich immer frage, wer kommt auf die Idee, diese Zahlen zu vergleichen, die immer sehr spannend sind. Und das gibt es auch in Buchform, ich glaube... Drei Stück gibt es? Ist das richtig? Drei Stück gibt es ja. China in Zahlen ist das letzte. Ist das was ihr machen wollt oder was ihr dann auch aus wirtschaftlichen Gründen euch überlegt habt, dass man sagt, wir machen hier noch einen Spin-off und geben noch andere Sachen raus? Also, wir wollen auch aus wirtschaftlichen Gründen Dinge tun. Tatsächlich sind wir ein Unternehmen. War wieder so eine komische Frage, ne? Du hast mir vorher gesagt, frag nicht so viel über Internet, ist nicht mein Thema. Wirtschaft ist nicht mein Thema. Also okay. So kommen wir gut zurecht. Genau. So kommen wir gut zusammen. Nein, wir haben Brand 1 Wissen gegründet in der Anfangszeit aus schlichter ökonomischer Notwendigkeit. Wir haben mit Brand 1 so unfassbar viel Geld verloren, dass unsere Aktionäre in ständigem Panik waren. Und wir wollten ihnen mit Brand 1 Wissen, einem Corporate Publishing Tochter, beweisen, dass wir auch Geld verdienen können. Und es floss zwar immer mehr ab, als wir verdient haben, aber trotzdem konnten wir schon mal zeigen, wir können das. So, hat das Vertrauen auch genährt. Sie sind bei uns geblieben bis heute. Und inzwischen ist Wissen, Brand 1 Wissen zu einer Schwester geworden, die eine Menge von dem, was bei uns angerissen oder gemacht wird, weiterverfolgt. Die zum Beispiel jetzt am 22. Mai haben wir unsere erste Brand 1 Veranstaltung. Die wird von Brand 1 Wissen organisiert. Die hat diese Bücher gemacht, die Welt in Zahlen, auch mal ein Themabuch, wo verschiedene Geschichten aus Brand 1 zusammengefasst worden sind unter dem Thema Bildung. Die macht jetzt, hat jetzt ein Brand 1 Thema gemacht, bei dem es um die Beraterszene geht. Und die ist offen und macht immer noch Corporate Publishing, aber auch andere Magazine, für die wir das Gefühl haben, dass wir sie uns leisten können. Denn Magazin machen, es ist eine dumme Nachricht, aber kostet immer noch Geld. Ich möchte nach meiner abschließenden Frage gerne das Mikro aufmachen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jetzt schon mal melden. Max, gehst du rum oder wie läuft das? Ah, okay. Du triffst viele Menschen, du sprichst mit vielen Menschen aus der Wirtschaft, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, auch sehr große Unternehmen. Mich interessiert, ob du den Eindruck hast in den letzten 10 bis 11 Monaten in dieser Nach-Snowden-Zeit, wie es man jetzt mal nennen will, hat das einen Einfluss auf die Wirtschaft in diesem Land hier erstmal? Ist das etwas, was diskutiert wird oder geht das erstmal, wird das unter den Tisch gekehrt und man macht weiter, wie es vorher war? Also mein Eindruck, und der ist natürlich nicht umfassend, weil ich treffe zwar viele Leute, aber das sind natürlich keine Massen, ist, dass es deutlich weniger die Leute umtreibt, als man meinen möchte. Und es ist ja für die Wirtschaft auch kein neues Thema. Also wir haben 2000 eine Geschichte gemacht über Hast du heute schon telefoniert, wo es um die Erforschung des Mittelstandes durch ausländische Mächte ging. Und in dieser Geschichte spielte die NSA schon eine durchaus tragende Rolle. Das war damals schon bekannt. Und dass die NSA in den vergangenen 14 Jahren die technischen Entwicklungen, die rundum entstanden sind, für ihre Arbeit, nennen wir es jetzt mal so, nutzt, ist jetzt auch keine Überraschung. Von daher glaube ich, dass die Überraschung auf Wirtschaftsseite nicht so groß ist, wie man so denkt. Was ich interessanter finde, ist, dass Firmen, die versuchen mit Kryptographie, mit guten Verschlüsselungsgeschichten, also die versuchen auf diese Entwicklung einzugehen und Lösungen dafür zu bieten, dass die jetzt deutlich mehr Gesprächspartner im Mittelstand und in der Wirtschaft haben, als sie
Leute das vorher hatten. Also von daher hat Snowden da durchaus konjunkturfördernd gewirkt. Okay, haben wir schon Fragen? Gibt es schon? Ja, wir haben hier einen Herrn, der möchte, glaube ich, eher was sagen. Ich weiß es nicht. Open Mic. Sie sehen, sehe ich nichts. Ich würde gerne eine kleine Geschichte mit Brand 1 erzählen. Ich habe im Herbst 2009 ein Bildungsprojekt vorbereitet unter dem Titel Lern doch, was du willst. Und im Januar 2010 ist die Brand 1 mit dem Titel Tu doch, was du willst erschienen. Mit diesem wunderbaren Interview mit Kurt Biedenkopf. Ich habe ihn daraufhin angeschrieben und zu der Eröffnung eingeladen. Er hat dankend abgesagt, aber immerhin hat er geantwortet. Und ich finde, es lohnt sich, dieses Interview immer noch nachzulesen. Und das kann man, weil Sie dankenswerterweise alles online stellen hinterher. Dankeschön. Danke Ihnen. Mein Name ist Jürgen Siebert. Johnny, du hast eben gefragt, Print leidet. Warum leidet Brand 1 nicht? Und ich glaube, die Frau Fischer hat ein essentielles Feature vergessen zu erzählen. Das Businessmodell von Brand 1 war nie auf Anzeigen basiert, wie viele, viele andere Wirtschaftsmagazine, die sich sehr leicht finanzieren ließen, weil es potente Anzeigenkunden gab. Und ich glaube, das hat sie auch in gewisser Weise angespornt, mit Qualität zu überzeugen und eben ausdauernd zu wirtschaften und ausdauernd das Magazin zu machen. Auch in Zeiten, wo es, ich glaube, als ihr gestartet seid, kam gerade der wirtschaftliche Zusammenbruch. Ihr hattet ein starkes Konkurrenzmagazin mit Econi, die sind ganz schnell pleite gewesen, aber ihr habt durchgehalten. Und ich glaube, das ist auch eine gute Voraussetzung, jetzt auch über neue Medien nachzudenken und hat euch dann auch angespornt, mit den neuen Medien mitzumachen, anstatt sie zu verdammen. Ist das so in etwa, wie ich das als Leser interpretieren würde? Kannst du das ungefähr aufteilen? Kannst du sagen, so und so viel sind tatsächlich Vertriebserlöse, also Verkaufserlöse? Kann ich ganz genau auf 45% sind bei uns Anzeigen, 55% Vertrieb. Das ist für ein Magazin unserer Größenordnung völlig untypisch. Normalerweise ist die Relation 80% Anzeigen, 20% Vertrieb. Ich weiß gar nicht, ob das damals so eine bewusste Entscheidung war. Ich glaube, dass wir es anders nicht gekonnt hätten. Wir haben tatsächlich, als wir gestartet sind, ja wirklich das Gefühl gehabt, dieses Magazin braucht die Welt. Das ist wirklich wichtig. Und wir haben von Anfang an ein Magazin für Leser gemacht. Und das Magazin für Leser machen bedeutet halt manchmal auch ökonomische Entscheidungen. Also es gibt immer noch für manche, die gar keine Anzeigen mögen, zu viel Anzeigen. Aber es gibt ganz viele Anzeigenformate bei uns nicht. Alle Anzeigenformate, die den Text stören, gibt es bei uns nicht. Es gibt auf unserer Webseite keine Pop-ups und keine über die Seiten gehen, die das Lesen stören. Das führt dazu, dass wir gar keine Werbung dort haben. Und zwar schlicht und ergreifend, wir haben vor 6 Monaten zum Beispiel eine Ausschreibung oder einen heimlichen kleinen Wettbewerb bei allen Werbeagenturen gemacht und haben gesagt, wenn ihr intelligente, gute Online-Werbung habt, könnt ihr die auf unserer Seite kostenlos für eine Woche zeigen. Wir haben eine Antwort gekriegt. Wir haben sie alle persönlich angeschrieben. Nicht, dass Sie denken, es hat keiner mitgekriegt. Das ist ja auch schwierig. Intelligent, gut und Werbung. Ja, ich weiß. Wie soll das gehen? Ja. Herausforderungen gibt es genug. Ne? Also jedenfalls, wir kriegten eine. Und wir sind weiterhin auf der Suche. Also wenn Sie welche haben, wir sind wirklich immer noch offen, weil ich denke, wir müssen einfach auch zeigen, dass das intelligenter geht, als den Leuten unaufhörlich mit der Faust auf die Nase zu hauen. Ja. Ich glaube, eine kurze Frage können wir noch schaffen. Wir haben noch eine Minute. Hallo Frau Fischer, ich habe eine Frage. Wenn Sie in 10 Jahren nicht mehr Chefredakteurin von Brand 1 sind, was sind Sie dann? Alt. Und daneben unendlich aktiv. Ich werde ganz bestimmt nicht aufhören zu denken. Ich werde ganz bestimmt nicht aufhören, entweder schriftlich oder mündlich zu den Sachen, die ich wichtig finde, was zu sagen. Und ich werde ganz bestimmt ein Freiabo von Brand 1 kriegen, zu dem ich dann möglicherweise auch noch was sagen kann. Also ich mache mir keine Gedanken, dass ich mich langweile. Das ist ein schönes Stichwort, Schlusswort. Ich danke euch allen fürs Zuhören.
Gabriele Fischer. Dankeschön.